Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe heute mein letztes Weihnachtsvideo für euch und zwar, wie ihr seht, in sehr weihnachtlicher Umgebung. Ich habe mich jetzt mal vor unseren Weihnachtsbaum gesetzt, solange er noch da ist. Deswegen ist jetzt auch nicht so super tolles Licht. Ich habe das Ringlicht jetzt auch mal weggelassen. Ich hoffe, es ist trotzdem so ganz gut. Ich habe heute mal mein What I Got for Christmas bzw. mein What I Got for Christmas and Birthday Video für euch. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich hatte 2 Tage vor Weihnachten Geburtstag und deswegen dachte ich mir, dass man das ganz cool verbinden kann und einige hat das interessiert. Deswegen, ja, gibt es dieses Video heute für euch. Ich wollte jetzt auch keinen großen Disclaimer machen, aber irgendwie ist das immer so ein Thema bei diesen Videos. Ich möchte damit nicht angeben oder so, ich wollte es einfach nur mal zeigen und ich arbeite, meine Eltern schieben mir nicht alles in den Arsch oder so, das nur mal kurz, weil viele das ja auch immer, wenn man auf Instagram ist und so denken, für mich war dieses Jahr echt besonders tolle Geschenke auch dabei, auch etwas größere Geschenke. Das ist für mich auch nicht unbedingt normal. Das wollte ich einfach mal kurz am Anfang dazu gesagt haben. Und jetzt machen wir einfach mal weiter mit meinen Geschenken. Und zwar fange ich jetzt mal mit dem ersten Geschenk an. Und das ist dieses wundervolle Objektiv hier. Das habe ich mir gewünscht zum Geburtstag und zu Weihnachten, weil es eben auch ein etwas größeres Geschenk ist, sage ich mal. Das ist das Samyang 12mm 2.0 Objektiv. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Das ist ein Ultraweitwinkel und halt für Leute, die gern fotografieren, auch High-Quality-Content machen, ist das wirklich das preisgünstigste Ultraweitwinkel, was auch wirklich sehr, sehr tolle Fotos macht. Und genau, das gibt es auch für verschiedene Kameras. Ich habe es jetzt für Canon und ich bin mega gespannt. Also ich habe mich da wirklich unglaublich drüber gefreut und bin jetzt auch mega gespannt, dass in Amsterdam, wo wir über Silvester sind, auszuprobieren. Und dann werdet ihr auf Instagram wahrscheinlich auch meine ersten Fotos mit diesem Objektiv sehen. Und ja, da habe ich mich einfach unglaublich drüber gefreut. Also ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn man als Kamera- und Fotoliebhaber ein neues Objektiv hat. Dann ist man so richtig so, oh, man will es unbedingt ausprobieren. Als nächstes habe ich die hier bekommen. Und zwar sind das die Tombow Dual Brush Pens. Jeder, der gern Bullet Journal macht oder einfach generell so ein bisschen, ja, Kunst mag, weiß, dass die hier super bekannt sind und von super vielen YouTubern auch verwendet werden. Und ich wollte die einfach schon mega lange mal ausprobieren und vor allem diese Pastellfarben fand ich einfach mega, mega schön. Und bin ja auch jetzt super gespannt, wie die sich im Bullet Journal machen werden, weil irgendwie benutzt die ja jeder. Und ja, dann musste ich sie natürlich auch mal ausprobieren. Und darüber habe ich mich auch sehr gefreut, weil damit kann ich hoffentlich jede Menge schöne neue Bullet Journal Spreads machen. Dann kommen wir zu einem wirklich sehr, sehr großen Geschenk, wozu ich jetzt auch nochmal sagen muss, das hat mir mein Freund geschenkt und das ist wirklich überhaupt nicht normal bei uns, dass wir uns so teure Sachen schenken. Das war jetzt wirklich eine Ausnahme, weil ich mir das schon sehr, sehr lange gewünscht habe und ja, er mir diesen Wunsch quasi, diesen Traum erfüllt hat und das fand ich auch einfach unglaublich. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass er das wirklich macht und ja, nimmt das nicht so, als wäre das normal. Also auch für uns ist das überhaupt nicht normal, dass man sich sowas Großes halt schenkt. Aber es sind die Gucci Sneaker und zwar die, ich weiß nicht mal, wie die genau heißen. Das macht mich einfach schon glücklich, diese Box hier in der Hand zu halten. Ich finde die so wunderschön. Und zwar handelt es sich um diese hier. Das sind die mit der Biene. Ganz klassische Sneaker, hinten haben die diese unterschiedlichen Teile hinten, wie auch immer man das nennt. Und genau, ich habe die, falls sich jemand die auch kaufen möchte, weil ich ganz lange auch überlegt habe, nehmt die auf jeden Fall mindestens eine Größe kleiner. Also ich trage normalerweise 38 und habe die jetzt hier in 37 genommen und die passen auch perfekt. Ja, muss ich glaube ich nicht so viel zu sagen. Sind sehr, sehr teure Schuhe, sind auf jeden Fall kein Muss. Ich liebe sie, weil ich sie einfach außergewöhnlich finde. Also mir geht es nicht mal um die Marke. Ich wollte einfach ein paar Sneaker haben, die nicht jeder hat. Also nicht Puma oder nicht Adidas oder wie auch immer. Und ja, ich fand sie einfach so schön. Deswegen ist es auf jeden Fall was Besonderes. Und ja, ich werde sie auch hüten wie meine Augäpfel. Und last but not least habe ich noch zwei Anziehsachen, also Klamotten. Und zwar einmal dieses super süße T-Shirt hier. Ja, da steht so Tommy Hilfiger Denim New York City drauf. Einfach ganz casual, mega schön für jeden Tag.
Und dann als zweites eine Jacke, die habe ich von der Mutter von meinem Freund bekommen und sie kennt mich einfach zu gut. Die ist so perfekt, die passt so gut zu mir. Ich hatte sie vor ein paar Tagen auch auf Insta-Story gepostet und mich haben ganz viele gefragt, wonach die ist. Woher die ist. Und zwar ist sie von Zara. Ich blende euch hier gleich mal irgendwo das Bild ein, was ich da gepostet habe. Also es ist einfach wie so eine Teddy-Decke. Die sind ja mega trendy momentan. Richtig kuschelig. Die ist auch relativ dick, so ein bisschen kürzer geschnitten. Und ja, ich liebe sie. Ich glaube, ich hatte sie den ersten 3 Tagen irgendwie schon jeden Tag an, weil die ist einfach so kuschelig und so warm. Und das waren auch schon alle meine Geburtstags- bzw. Weihnachtsgeschenke. Ich bin super dankbar, super glücklich. Jedes davon hat mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Und ich weiß, dass es auch nicht selbstverständlich ist, dass man sowas geschenkt bekommt. Und deswegen schätze ich das auch auf jeden Fall. Und ich hoffe natürlich auch, ihr hattet ein sehr, sehr schönes Weihnachten. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das nächste Video hochlade, aber vielleicht wird es erst nach Neujahr sein. Deswegen wünsche ich euch allen einen wunderbaren Rutsch. Genießt die Zeit mit euren Freunden, mit eurer Familie und kommt ganz, ganz gut ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!